Einen wunderschönen Mittwochmittag wünsche ich euch. Hier ist eine neue Folge LS19 Holzer Map mit dem Paolo. Meiner Wenigkeit. Schönen guten Tag. Hallöchen. Paul, weißt du, was mir eingefallen ist? Was? Hast du schon Weihnachtsgebäck? Was? Weihnachtsgebäck. Lebt, Nee. nee? Noch nicht? Ich auch noch nicht. Noch keine Schokokränze. Schande über mein Haupt. Lecker Alter. Spekulatius. Nam nam. Bro, kann man schon bald mal damit anfangen, ne? Jo, ich mein, ne? So ganz langsam ist es Zeit für Last Christmas, oder? Ja, genau. Oh, ich habe jetzt hier mal auf der LPG gespielt gehabt, ey. Alter, egal in welches Gebäude, in die Nähe von den Gebäuden gehst, überall wird Weihnachtsmusik gespielt. Ich denke mir auch so, Alter, wenn es im Moment ein bisschen falsch, ne? Ja. Aber Ach das ist so. echt eine geile Map. Ist es auch? Weil ich sagen muss, sie war im 17er noch geiler. Okay. Da gab es noch mehr mit Bierbrauer-Funktionen und Zeug und Sachen. Ja. Da war sie noch ein Stück geiler. Da standen auf der ganzen Map standen solche Bierkästen rum und Bierfässer und da konntest du das Zeug verkaufen. Und je nachdem, wie weit das von der Brauerei weg war, gab es unterschiedliche Preise. Ja. Das war schon echt geil in der. Ja. Aber gut. Ha, siehst du, hat der Tipp sogar funktioniert. Was? Ja, ich hatte wieder die Probleme mit dem Trecker hier, dass der nur 28 km/h fuhr. Okay. Und ja, Hallo. wenn das Handgas auch nur auf 950 Umdrehungen steht, ist kein Wunder. Ach so. Hallo. Hallo Ich habe Werner. eine Frage, Paul. Hallo. Du hast ja jetzt mal das Bus runtergeworfen, ne? Ja. Das heißt, es wird jetzt nicht mehr unterschieden zwischen Grassilage und Malzsilage. Ja. Das heißt, welche Silage nehme ich jetzt? Einfach die normale Silage? Weil das ist jetzt praktisch beides. Was ist beides, hä? Ja, die Silage, also die Grassilage und die Malzsilage war ja vorher getrennt. Ja. Das ist jetzt ja nicht mehr so. Ja. Das heißt, die Silage ist jetzt allgemein nur mal ein Preis und somit auch eine Frucht. Das war vorher auch schon so. Nee. Doch. Vorher hast du zwischen Maissilage und normaler Silage unterschieden. Es gab Maissilage, Grassilage und GPS im Mais Plus. Und Kleesilage. Aber da wir Mais Plus ja gar nicht drauf haben. Weil jetzt Ja, Moment, fehlen. Moment, Moment. Klee ist ja wieder was ganz anderes. Das Warum? ist ja von der Forest Extension beziehungsweise in der Map verbaut. Genau, das hast du ja nicht runtergeworfen. Nein. Also muss das ja noch da sein. Sollte. Okay, wir werden es einfach testen. Klee ist auch noch da, ja. Ja, eben. Luzernsilage, Kleesilage, Kleeheu, Okay. Nee, Zwiebeln, dann wird. Karotten, alles da. Nee, das habe ich schon gesehen. Es ist nur um die Silage gegangen. Ne, Silage war auch vorher schon nur ein Preis. Okay. Wie viel haben wir damals gesagt? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Bei der PGA, wie viel gibt die Silage? 500. 500. Warte mal ganz kurz. 1 fehlt, glaube ich, noch, ja. Weil dann wäre die PGA momentan am lukrativsten. Yep. Weil Oh, mir ist jetzt nicht mehr. aufgefallen. Okay, cool. Was? Ne, alles gut, hat sich gerade geändert. Ach du Scheiße. Das war's Ja, schon, Dankeschön. ich habe gerade die Wirtschaft von normal auf einfach gestellt, weil ich nicht mehr wusste, ob wir normal oder einfach hatten. Ich war der Meinung, wir haben einfach. Ja, eigentlich ist es langweilig, aber ja, das muss halt. Okay. Gut, dann bin ich wieder weg. Tschüss, Jo, Ken. tschü. Also, weißt du doch schon wieder, was wir vorhaben? Ja, klar. Silage verkaufen. Ich hab's jetzt gerade mal direkt umgestellt, weil ich will kein Mimimi. Das brauche ich jetzt nicht schon. Das ist gerade so schön. Genau. Alter, hier kannst du aber kreuz und quer aufsammeln. Viel Spaß. Joop. Da lag doch von vorher was rum. Ach, haben wir das? Ach, stimmt, konnten wir ja nicht einsammeln mehr, ne? Mhm. Stimmt, da war ja was. Deswegen sind Aber das. jetzt liegt halt genau kreuz und quer. Ja, mein Gott, ist doch nicht schlimm. Alles gut. Alles gut, so.
schönes Muster. Ja, ne? Hat was. Wir hatten, glaube ich, die übliche Montagsfrage noch nicht, kann das sein? Die übliche Montagsfrage war... Wie war dein Wochenende? Wie war mein Wochenende? Stimmt. Beziehungsweise heute könnte man sogar fragen, wie war deine Woche? Genau, könnte man auch schon sagen, ja. Du hast da was liegen lassen. Ja, ich weiß. Wochenende war schön ruhig. Und die Woche bis jetzt eigentlich auch. Ja, am Samstag habe ich ein bisschen Rocket League gespielt. Für alle anderen nicht ruhig. Für alle anderen nicht ruhig. Nein, war schon. War mal wieder ein lustiger Abend auf jeden Fall. Das war ein ganz schöner Chaoshaufen, alter Schwede. Aber ehrlich. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das ist relativ. Okay. Zeitweise. Nee, alles gut. Ist halt irgendwie auch für alle immer ein bisschen nervig, wenn du einen so einen Überflieger im Team hast. Ja, Marvin. Das ist. An der Stelle sei gegrüßt. Hashtag. Hashtag. Hashtag unser Überflieger. Aber ehrlich. Nein, alles cool. Nee, es ist halt immer Teamaufteilung ein bisschen schwierig. Ja. Du kannst halt auch noch immer denjenigen dann zurückschneiden und nee, sagen, du musst dich jetzt anpassen oder wie auch immer. Das. Aber gut. Das ist trotzdem lustig. Auf jeden Fall, ja. Es geht ja nicht immer nur um das eine, ne? Richtig. Außer man spielt mit Werner. Ja. Hashtag Grüße an der Stelle. Er guckt die Folgen nur eh nicht, also naja. Der war jetzt böse. Seine Spione sind da. Ja, ich weiß. Die erkennst du nur nicht. Ja. Bin gut versteckt und getarnt. Du, ne? Ich? Ja. Ich bin kein Spion. Ich bin höchstens Spion für mich. So. Herr Werner. Zweite Mal voll. Weil ich sagen muss, ich habe jetzt auch nicht geschafft, alle Folgen zu gucken. Ich habe jetzt nur die letzten 2 Folgen bei jedem geschaut. Ja. Oh! Achtung, Deutschfahrer. Ich merk schon. Ach, der Ballen ist weg hier. Was für ein Ballen? Hier lag ein Silageballen. Der ist weg. Haben sie den noch eingesammelt? Kann sein. Meinst du, das passt alles in den Fermenter rein, ja? Nö, ja, da geht schon ein bisschen was rein. Alles klar. Sonst werfen wir es halt ins Silo und später rein. Ja. Der müsste jetzt eigentlich ziemlich viel fermentiert haben. Fällt mir gerade so auf. Warte mal, ich guck gleich mal. Silage war hier vorne, ne? 13.204 Gärreste. Und Silage 192.000. Ja, moin. Kannst du mal ein bisschen was wegfahren nachher? Dann gibt es ein bisschen Kohle. Ja, nur wenn ich einen anderen Anhänger kriege. Das ist kein Problem. Nicht wieder mit dem Drehschemel. Oh, mimimi. Oh, du darfst doch von mir aus gern dreschen, da habe ich auch kein Problem mit. Nö. Nö. Nein, alles gut. Muss ja dann immer erstmal gucken, wo es mehr gibt. Vermutlich wieder beim Viehhändler. So, Strohablage an oder ohne? An. Oh! Hey, Kollege! Was denn? Alles gut! Ja, ich merk schon. Hab's eilig. Preise. Viehhändler 660, alter Schwede. Nicht schlecht. Simon ist mit seinem Ball so wie er hochgefahren, fällt mir gerade auf. Jetzt ist die Frage. Ja. Die Frage aller Fragen. Wollen wir uns den LKW schnappen oder wollen wir selber verkaufen? Hello! Hallo! Hallo! Du lieber Paul! Ja. Du, kannst du mal schnell mal meinen Schlepper rupfen und mal runterkommen? Ich habe hier ein technisches Problemchen. Wenn du mir Ausfallzahlungen machst. Natürlich! Wo bist du denn? Feld 20 Achter. Unten. Ich kann nicht ansehen. Kannst du nicht ansehen? Nö. Dann macht der Fleck, dann macht der Kilometer weit gar nichts und dann macht er wieder Fleck. Und ich habe keine Ahnung warum. Ich habe noch Synchro Party. Dort, das habe ich auch. Also hier ist das Feld noch ein bisschen grün und auf der anderen Seite alles weg, aber. Es wird als gekrobert angezeigt.
Moment mal, was? Irgendwas stimmt doch mit deiner Sämaschine hier nicht. Ist das rein zufällig die Horsch? Ja. Ja, das Problem kennen wir. Selbe Problem haben wir mit der Sämaschine auf der Hinterkaifeck auch. Okay. Jo. Und wir wissen nicht warum. Komisch. Wenn du stehst, hältst du an. Ja. Ja, genau. Und wenn du weiterfährst, dann ist aus. Richtig. Dasselbe Problem haben wir nämlich auch. Okay, dann müssen wir sie zurückgeben. Moment mal, das Problem hatten wir doch nie. Ja, mich hat's ja gewundert, weil es ja zuvor ist ja auch gelaufen. Ich habe auch nicht herausgefunden, warum. Keine Ahnung. Wir haben sie mal runtergeschmissen, dann sind neu draufgekommen, also verkauft, wieder geholt, selbe Problem. Hä? Ist das mit unserer Maschine aber auch dann? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wäre jetzt nicht so geil. Ansonsten muss Ron mal, kommst du mal zu uns hoch und nimmst mal unsere Sämaschine und probier's mal. Aber wenn du jetzt zu mir herkommst, Paul, und schaust mal hinter die Sämaschine, dann ist, obwohl das Ding ja aus ist, ist angesät und zumindest schaut so aus. Nee, das ist die Gruberspur, weil das Ding ja einen separaten Gruber vorne dran hat. Ach so. Wenn du die Sämaschine nicht aktiv hast, dann grubbert er nur. Warte mal kurz, ich häng mal schnell unsere an. Ja. Das interessiert mich jetzt. Aber es ist doch die gleiche eigentlich, oder? Nee, ja. wir haben eine andere. Hä? Nein, wir haben genau die gleiche. Mit den zwei Anbaugeräten? Ja. Okay. Uah, irgendjemand hat hier vorwärts Rückwärtsschalter ausgemacht. Ja, das war wahr. Muss ich da wieder überall anmachen. Ja, warum zu heulen? Mimimi oder was? Ja klar, immer. Ja. Wir sind hier im Stress und der kommt wieder mit technischen Problemen. Ja, tut mir leid. Simon schickt mich. Ja. Warum kommt Simon nicht selber? Der ist beschäftigt, der arbeitet. Achso. Einer muss ja produktiv sein. Ja. So, ich muss jetzt mal kurz abkippen. Ich kann es ja mal nochmal abhängen. Da ist der Kornschieber aktiv. Ach du Scheiße, ich geh zuerst gucken. So, ich zieh die mal kurz aus dem Schopf raus. Hey! Hier steht so ein Holzhäcksler im Schopf drin. Ah! Also der Pfeil wird angezeigt, aber man kann trotzdem nicht hin und her schalten, das ist ja asozial. Aber ich geh mal schon runter, tja, mal sehen, Simon Bescheid. Also ich habe gar kein Problem. Echt? Auf dem normalen Ding kann ich rumfahren. Im angeschalteten Zustand, ja? Ja. Okay. Sie ist immer noch aktiv. Sollen wir mal oben probieren, ob sie auch ansät. Vielleicht nicht unbedingt Gras. Seid an. Okay. Vielleicht einfach mal zurücksetzen, dass die das mal zurücksetzen, die Sämaschine. Komplett. Die Frage ist, ob es am Traktor liegt. Aber das ist ja eigentlich ein DLC-Fahrzeug. Wollte gerade sagen. Eigentlich müsste der das schaffen. Macht die dämliche Randale-Leuchte aus. Ist ja schlimm. Ist ja gut, mein Gott. Alles blinkt. Da kriege ich Paranoia. Hör auf rumzuheulen. Ich heule aber gern. Ja, ich merke das schon. Rumheulen ist ein Lebensinhalt. Ja. Ah! Ich räume hier die Bäume ab im Traktor. Hoch. Oh, scheiße, jetzt hat's geklingelt auch noch. Also unsere tut? Eure tut? Darfst du gern abholen, wenn du willst. Was hast du anders da gemacht? Gar nichts. Nix? Also okay. Ich hab sie aus dem Schopf gezogen, hab eingestellt und bin zugefahren. Oder hast du den Maisaufsatz dran? Nee, den normalen. Nee, den normalen.
Sonst vielleicht mal leer machen und zurücksetzen oder so. Ich keine Ahnung, aber. Okay. Ich kann dir da jetzt gerade nicht großartig helfen. Nee, das passt. Alles klar. Dankeschön trotzdem. Jo. Tschüss. Bis dann. Ja, ihr Lieben, das war die Mittwochsfolge. Das war's für heute. Schon wieder eine Folge rum. Junge, Junge, Junge. Dann, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt in die Kommentare und ja, wir sehen uns dann am Freitag wieder. Bis dahin, tschüss, bye bye. Tschüss.